Der US-Milliardär Musk will den Kurznachrichtendienst Twitter nun doch nicht mehr übernehmen. Seine Anwälte erklärten, die Social-Media-Plattform habe gegen die Kaufvereinbarung verstoßen. Es seien irreführende Angaben über die Zahl gefälschter Benutzerkonten gemacht worden. Der Online-Dienst kündigte an, die Übernahme notfalls vor Gericht durchzusetzen. Der Twitter-Verwaltungsrat hatte Musks Angebot in Höhe von umgerechnet 43 Milliarden Euro zunächst abgelehnt, später aber akzeptiert. Und wir schalten zu unserem Digitalexperten Jörg Schieb. Will Tesla-Boss Elon Musk wirklich nicht mehr oder ist es möglicherweise eine Taktik, um neu zu verhandeln? Also ich würde fast vermuten, dass es eine Taktik ist von Elon Musk, denn er fällt schon seit Jahren dadurch auf, dass er gerne den Markt manipuliert, zum Beispiel den Bitcoin-Kurs. Und ich denke schon, dass er ein Interesse hat an Twitter und er möchte den Preis einfach noch weiter drücken. Die 44 Milliarden Dollar, 43 Milliarden Euro, die ursprünglich mal vereinbart wurden, die sind vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß, weil der Kurs ist in den letzten Monaten doch erheblich gefallen. Jetzt auch gerade natürlich durch die Absage von Elon Musk. Es kann sehr wohl sein, dass er noch Interesse hat und jetzt den Preis weiter drücken möchte. Das muss man zumindest mit in Erwägung ziehen. Er zweifelt ja an, dass die genannte Zahl der Social-Media-Profile, bei denen eine Identität vorgetäuscht wird, also sogenannte Fake-Accounts, nicht korrekt angegeben oder dass diese korrekt angegeben wurden. Wieso ist das denn so relevant? Also Elon Musk hat gesagt, ich möchte wissen, wie viele sogenannte Fake-Accounts es gibt bei Twitter. Es gibt überall Fake-Accounts bei allen Social-Media-Plattformen. Damit sind Konten gemeint, die nicht von echten Menschen genutzt und betrieben werden, sondern von Bots, von Robotern. Und die sind ja auch oft ein Problem bei Hass und Hetze zum Beispiel. Aber vor allem lässt sich mit Fake-Accounts kein Geld verdienen. Da sind ja eben nun mal keine Menschen dahinter, die Werbung anklicken oder etwas kaufen. Und das ist ja das Geschäft von Social-Media-Plattformen und auch von Twitter. Und deswegen hat Elon Musk gesagt, ich möchte wissen, wie viele Fake-Accounts das sind. Twitter hat gesagt, es sind unter 5% unserer Konten. Das zweifelt Elon Musk jetzt offiziell an. Das Problem ist, dass man niemals so ganz genau wird sagen können, wie viele Konten es sind. Denn die Roboter, die Bots, die heutzutage Fake-Accounts ja mit Inhalten füllen rund um die Uhr, die machen das mittlerweile so intelligent, damit sie eben nicht auffallen und möglicherweise als Fake-Account gekennzeichnet und dann geblockt werden. Und das macht es unmöglich, mit hundertprozentiger Genauigkeit zu sagen, wie viele Accounts das am Ende sein werden, die Fake-Accounts sind. Deswegen halte ich das auch so ein bisschen für eine, naja, Scheinargumentation, dass man da nicht so genau sicher sein kann oder sicher sein will, wie viele Accounts das sind. Elon Musk will sicher weiter verhandeln. Und was bedeutet das nun für Twitter, für das Unternehmen selbst? Für Twitter ist das ein riesengroßes Problem, weil Twitter hat jetzt angekündigt, dass sie rechtlich dagegen vorgehen wollen. Es gibt ja eine Option, die verhandelt wurde und eine Vertragsstrafe von 1 Milliarde Dollar, wenn einer der beiden Partner abspringt und den Vertrag dann nicht vollendet. Das wäre jetzt in dem Fall Elon Musk, aber das muss eben gerichtlich geklärt werden. Elon Musk kann sich das leisten, diese 1 Milliarde Dollar im Zweifel zu bezahlen. Twitter aber wird jetzt monatelang gelähmt sein, weil dieser Gerichtsprozess wird sicher nicht in ein, zwei Tagen erledigt sein. Da wird lange, lange gestritten. Das kostet A, sehr viel Geld natürlich und wird Twitter darüber hinaus aber auch lähmen, weil man wird jetzt noch weniger Innovationen auf den Weg bringen können, weil man ja mit dieser Sache beschäftigt ist und auch nicht weiß, könnte Elon Musk vielleicht doch in Zukunft der Besitzer sein und darüber hinaus alle Unternehmen, die zum Beispiel Projekte bei Twitter planen und da kommunizieren wollen und auch vor allem auch Werbetreibende sind natürlich jetzt auch verunsichert und halten sich womöglich zurück. Also für Twitter ist das die denkbar ungünstigste Situation, muss man sagen, weil der Konzern ja sowieso darunter leidet, dass wenige Innovationen da sind und nicht die Zahlen hergezeigt werden können und die Umsatzpluszahlen gezeigt werden können, die zum Beispiel Facebook seit Jahren monatlich, jährlich vorzuweisen hat. Das ist ja ein Problem von Twitter und das wird durch diese Situation ganz bestimmt nicht geringer, dieses Problem. Wäre das denn gut oder schlecht für die Twitter-Userinnen und User? Ich würde sagen, im Augenblick ist es schlecht für die Twitter-Userinnen und User, weil eben keine Innovationen kommen, weil ja auch ein Graubereich da ist und man nicht wissen kann, wie es weitergeht. Denn es ist klar, wenn Elon Musk tatsächlich die Kontrolle übernehmen würde über Twitter, würde sich wahrscheinlich schon einiges ändern. Er sagt ja offiziell, er möchte die Meinungsfreiheit wieder groß und stark machen bei Twitter. Da werden wir hier gerade in Europa nicht gerade begeistert davon sein, weil wir ja hier gerade mit den Digital Services Regeln aufstellen, die genau das besser regulieren wollen.
Elon Musk ist jemand, der am liebsten gar keine Regeln hat, aber es ist Unsicherheit da bei den Usern und vor allem auch bei den Werbekunden. Das ist nie gut für eine Social-Media-Plattform, weil die anderen, auch TikTok zum Beispiel, sich ja weiterentwickeln und dann womöglich mehr Aufmerksamkeit bekommen, Zeit bekommen. Also Twitter und auch die User, die Twitter benutzen, werden darunter leiden. Sagt unser Digitalexperte Jörg Schieb. Vielen Dank. Gerne.